Harry Spezial, Harry Aktuell. Ja, ich melde mich jetzt nochmal vor der Realität. Die Realität spielt heute in Mogán. Es war ein schöner, bewölkter Tag, aber jetzt zurückkommend habe ich die Nachrichten gelesen oder die neuesten Nachrichten über Teneriffa. Heute Morgen war ja auf Teneriffa eine ganz leichte Entwarnung, aber mittlerweile jetzt, was ich die Nachrichten gelesen, gehört habe, gesehen habe, muss man sagen, das sind die verheerendsten Brände seit 40 Jahren auf der Kanareninsel auf Teneriffa. Ich habe jetzt mir 5 Sachen angesehen. Ich hänge euch die Artikel, die Berichte, die Quellen mal zusammen für diejenigen, die es interessiert. Es interessiert hier auf den Kanaren alle Leute. Wir haben ja auch Freunde, die sind jetzt in den betroffenen Gebieten. Ich habe es versucht zu erreichen, aber natürlich haben die jetzt andere Sorgen. Die müssen teilweise ihre Häuser räumen, die werden evakuiert. Und ja, mittlerweile sind es, glaube ich, 7 Gemeinden, die davon betroffen sind. Und deswegen ja, sind unsere Gedanken natürlich selbstverständlich auf Teneriffa. Und in den Nachrichten in den letzten Tagen habe ich ja jeweils immer die Schlagzeilen mit angegeben. Aber jetzt besonders, weil die Lage spitzt sich doch dann ganz schön zu. Bei uns hat es heute Nachmittag ein paar Tröpfchen geregnet. Jetzt gerade eben vor ein paar Minuten, und dann habe ich jetzt geschaut, das aktuelle Wetter in Teneriffa, aber das ist noch warm und der Wind, das ist das Problem, der Wind, den wir hier nicht haben im Moment. Ich zeige euch jetzt mal, wie es hier aussieht. Also für alle, die jetzt mitbangen, mithoffen und mitfiebern, dass da nichts Schlimmeres noch passiert, drücken wir auf Teneriffa allen Menschen die Daumen. Und ja, wenn es was Neues gibt, werde ich das dann auch berichten. Ansonsten ist es jetzt einheitsgrau hier bei uns. Und ja, anschließend in ein paar Minuten gibt es dann auch die Realität vom heutigen Tage unterwegs in Mogán. Ja, und mit diesen Bildern hier einmal Richtung Faro möchte ich mich dann verabschieden und sage, ja, bis nachher zur Realität, beziehungsweise dann bis zum morgigen Wettervideo, und wenn es was Neues gibt, dann berichte ich drüber, beziehungsweise in den, ihr müsst ganz einfach nur in der Beschreibung lesen, und das sind die ganzen Links, wo ihr euch dann die Berichte ansehen könnt. Hasta luego.